Die Rhein-Neckar-Löwen zu Gast beim HCR Erlangen am 25. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga. Und die Erlanger zeigten vor ausverkaufter Kulisse direkt, dass sie sich einiges vorgenommen hatten für dieses Samstagabendspiel in der HBL. Svensson mit der ersten Duftmarke. Die Gastgeber von Beginn an variabel, einfallsreich und kreativ im Angriffsspiel. Bei den Löwen lief viel, wenn nicht fast alles, über Niklas Kirkelöke ein ums andere Mal. Auch in der ersten Welle erfolgreich. Trotzdem die Erlanger mit Selbstvertrauen und zum ersten Mal auch mit dem Zauberstab. Christopher Bissel verwertet diesen Diagonalpass artistisch. Und weil dann Richtung Pause auch noch Clement Verlin im Erlanger Kasten auftrete, konnte die Heimmannschaft die Führung sukzessive ausbauen. Es schepperte nochmal Heini. Der Halbzeitstand dann 14:11 plus 3 für den HC Erlangen. Zum Start in die zweite Hälfte brauchten die Franken dann kurz, nahmen aber nach 5-6 Minuten wieder Schwung auf. Wieder war es Heini. Insgesamt der Büdelersatz heute mit 3 Treffern. Immerhin fanden die Löwen dann auch mal ihre Außen. Tobi Reichmann in dieser Szene. Die Außen fanden in der Folge dann aber auch ihren Meister in Verlin. Vor allem David Moret, der mehrfach scheiterte am slowenischen Schlussmann zwischen den Pfosten der Gastgeber. Kirkelöke auch nicht mehr erfolgreich bei jedem Versuch. Und so bauten die Erlanger ihre Führung weiter aus. Jepson erst mit diesem Gewaltwurf als Torschütze und dann mit viel Stil und Eleganz als Vorlagengeber. Wunderschöner Camper auf Hampus Olsson. Die Arena Nürnberger Versicherung schon zu diesem Zeitpunkt früh im Spiel siegessicher und in Feierlaune. Einzig Kirkelöke stemmt sich bei den Löwen noch gegen die Niederlage, die sonst viel zu wenige Lösungen finden, wieder zu statisch im Angriff sind und erneut zu viele Fehler machen. Kirkelöke mit 9 Toren, der Einzige, der eine gute Verfassung zeigt an diesem Abend. Jepson, einer von vielen im schwarzen Trikot, die Selbstvertrauen tanken, auch Seitz. Auf halb rechts oder Tim Zechel am Kreis. Erlebt einen sehr guten Tag. Und so war es am Ende ein +5-Tore-Sieg für die Erlanger, die damit Boden gut machen auf die Löwen. Nur noch ein Punkt in der Tabelle hinter den Rhein-Neckar-Löwen zurückliegen. Alle Spiele live und auf Abruf bei deinen